Hallo zusammen, es geht um diesen Katalog hier, den könnt ihr euch natürlich runterladen oder bei uns vorbeikommen, dann kriegt ihr ihn in Papierform. Und es geht heute um die Seite 3 und das geht um thermoelektrische Kühlgeräte. Thermoelektrische Kühlgeräte, und da steht ganz unten, WEMO hat eigentlich keine solchen Kühlgeräte. Aber es gibt 5 verschiedene Kühlsysteme. Und das eine von ist das thermoelektrische Kühlsystem oder das Peltier-Kühlsystem. Wir haben hier ein heute aktuelles Peltier-Kühlsystem. Das ist also der warme Teil oder der kalte Teil und zwischendrin ein Block. Und hier dazwischen sitzt dann die Isolation. Das Teil ist voll funktionsfähig und hier wird die Wärme, ihr wisst vielleicht, kühlen kann man nicht, sondern man kann nur Wärme entziehen. Und in einer Kühlbox, wie ich hier habe, komme ich dazu, da wird es nicht kalt, sondern einfach nur weniger warm, weil in dieser Kühlbox wird die Wärme über das Kühlsystem, egal welches, abtransportiert und dann ist es da weniger warm. Also eigentlich nicht kalt. Das ist so aktuelle Technik. Das hier ist ein Kühlaggregat aus den 60er, 70er Jahren, noch viel robuster. Der Wirkungsgrad ist hier etwa das Doppelte geworden, oder der Stromverbrauch im Verhältnis zur Kälteleistung. Der Vorteil, das Ding ist relativ einfach, es hat kein Kältemittel drin wie beim Kompressorkühlsystem, aber der Wirkungsgrad dieses Kühlsystems oder Wärmeabtransportsystems ist relativ schlecht. Wenn ich jetzt das hier, ihr kennt das vielleicht so von einer Kühlbox, das ist jetzt eine gebrauchte, da gibt es solche Kühlboxen, 12 Volt, die kann man dann kaufen. Jetzt kommen dann die Aktionen wieder im Sommer bei jedem Supermarkt für, ich sag mal, 50 Franken. In der Größenordnung, und das kühlt ein bisschen. Wir können damit 15 Grad unter die Umgebungstemperatur kühlen. Also wenn ihr ein Auto habt, da hinten drin hat es 30 Grad, weil die Sonne drauf scheint, es kann auch wesentlich mehr sein, dann kühlt das Teil auf 15 Grad runter. Für Lebensmittel eigentlich zu wenig und Bier, die Normtemperatur für Bier wäre 8 Grad, das ist auch zu wenig. Der Stromverbrauch, weil der Wirkungsgrad von diesen Kühlsystemen so schlecht ist, ist etwa 12 Mal höher wie bei Kompressorkühlsystemen. Das heißt, wir haben da sehr eine geringe Kälteleistung, aber wir haben auch nicht so einen heftigen Preis. Also wenn ihr was Vernünftiges wollt, kauft euch ein Kompressorkühlsystem. Ich sag mal immer, das ist wie mit einer Akkubaumaschine. Man kann eine kaufen für 20 Franken oder eine für 200. Bei der 20-fränkigen regt ihr euch das Leben lang auch. Das ist ein anderes Kühlsystem von Peltier. Das ist so eine Kühlbox in ein Auto rein. Ja, die Vorteile, die Boxen sind leicht, lageunabhängig und so weiter. Aber eigentlich nur laufen lassen, wenn das Fahrzeug läuft, wenn die Lichtmaschine läuft. Aber wenn ihr Stromsorgen habt, ist ein thermoelektrisches Kühlsystem eigentlich nicht geeignet. Ja, das soll es gewesen sein hier von dieser Seite hier, thermoelektrische Kühlgeräte. Morgen bringe ich ein Video über die nächste Seite, hier steht dann das Absorberkühlsystem. Hier unten mache ich ein Abo, da könnt ihr abonnieren, dass ihr die nächste Sendung nicht verpasst. Und so gehe ich hier von Kühlsystem zu Kühlsystem durch den ganzen Katalog durch. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.